Das Böse begrüßt euch herzlich zurück hier bei Dark Souls 3. Und nachdem wir in der letzten Folge so eine kleine Aufwärmfolge hatten quasi, geht es jetzt, nein, nicht zum Kerker von Irithyll, sondern zur Kirche von Yorshka, von der aus wir jetzt uns den Weg bahnen werden zur Nebelwand und vermutlich zum nächsten Aschefürsten. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Schleimblob da kämpfen wird. Tja, also der Kerker von Irithyll wird noch, sagen wir mal, interessant. So, wo musste ich jetzt hier nochmal lang? Konnte ich einfach hier oben lang gehen eigentlich? Wo gehe ich hier gerade lang? Doch, nee, ist richtig. Vollkommen richtig. Könntet ihr da hinten bitte weggehen? Ich möchte zur Nebelwand. Ich höre ihn doch. Meine ich doch. Geh weg. Jetzt möchte ich einfach noch durchrennen. Danke. Tschüssi, Leute. Tschüss. Hilfe, 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 Hilfe. Schnell, durch. Hohepriester Sullivan? Geh weg. Hallo? Ich habe jetzt irgendwie hier wen anders erwartet. Die Musik ist schon mal geil und er steht da hinten und chillt, oder was macht er da? Er hat ein riesiges Schwert. Du hast nichts dagegen, wenn ich mich mal kurz umrüste, ne? Du siehst nämlich nicht so aus. Ich hab Angst. Na komm. Sullivan, komm! Let's fight! Und... Oh mein Gott. Siehst du aber episch aus, mein Freund. Okay. Ich mache ihm nicht so unendlich viel Damage. Alter, hat der eine Range. Gott sei Dank kam mein Heal gerade durch. Wie genau soll man diesen Boss jetzt legen? Ich kenne ja seine Angriffe auch noch nicht. Scheiße! Keine Chance. Ach du Scheiße, was ist er denn, ey? Sullivan, du bist mir ein bisschen krass, Kumpel. Hey, jetzt weiß ich auch, warum ich dachte, dass ich mir das noch aufsparen möchte. Alter Schwede, ja gut. Das könnten jetzt ein paar Tode werden, aber das ist ja auch egal. Wen interessiert's, wie oft ich sterbe? Mich nicht. Da habt ihr wenigstens mal wieder was zu tun im Death Count, nicht wahr? Wurde ja ein bisschen langweilig die letzte Zeit. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich aggro. Way, 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 way. Und durch. Oder... Nö, er steht da hinten und chillt. Total geil.
Ich weiß noch nicht, ob Blocken bei dem wirklich so die beste Möglichkeit ist. Oder ob ich mehr rollen muss bei ihm. Aber es frisst halt auch unendlich viel Ausdauer. Das ist das Problem, das ich da habe. Diese Moves, Junge. Fuck. Rollst du einmal falsch, bist du am Arsch. Heilung, aber ganz schnell. Alter, was für Kombos, Junge! Alter, meine Ausdauer zerfickt mich! Ich hab nämlich gefühlt keine. Heil dich. Weg. Er rastet dann nämlich direkt wieder aus. Diese Bänke hier, die stören voll. Weg. 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 Holy fuck, Alter. Und dann hat er noch so unendlich viel Leben. Ich will gar nicht wissen, was der in seiner zweiten Phase noch drauf hat. Einmal in so einer Combo bei ihm drinne bist, bist du einfach mal tot gefühlt. Heilung. In solchen Augenblicken geht's immer noch. Da kann man sich heilen, gar kein Ding. Ich sehe einfach mal nichts. Sehr geil. Ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, der Angriff war nicht gut. Scheiße. Aber die Musik ist so gut. Könnte mein neuer Lieblingsboss werden. Fuck, falscher Moment, aber richtig falsch. Fuck. Okay, jetzt bin ich im Arsch. Da hat er Gott sei Dank relativ weit hinten angegriffen. Zu früh gerollt, leider. Alter, diese Reichweite von ihm ist ja auch mal echt abartig, oder was? Mein Timing! Nein! Nein! Oh. Junge, Junge, dieser Boss. Dieser Boss. Oh mein Gott, wie gesagt, ich habe Angst vor der zweiten Phase. Wenn er jetzt schon so am Rad dreht, will ich gar nicht wissen, was der dann in der nächsten Phase drauf hat. Aber hey, ja, könntest du mal laufen, Ingbert? Alter, ey, ist ja echt unerhört. Ja, hör auf zu laggen, Spiel. Ich bin ja auch aufgeregt, aber das muss jetzt nicht so sein. Schneller, 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 schneller. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Los, los. Noch mal sterben, bitte. Gegen unseren Freund.
Stört euch das? Wenn ich deine Einrichtung kaputt mache, Kumpel? Hä? Stört's dich nicht? Ich weiß gerade auch echt nicht, ob ich... Ja, aber Feuerresistenz geht eigentlich voll klar bei dem. Ich glaube, das könnte auch der bisher härteste Boss werden. Na, mal sehen. So. So, den ersten Schlag kennen wir ja nun mittlerweile schon. Und trotzdem weiche ich nicht aus, weil ich einfach cool bin. Komm mal hierher. Oh, ich treffe ihn einfach nicht, weil ich zu weit wegstehe. Der... Aua. Ey, Kumpel, das hat wehgetan. Das fand ich jetzt aber nicht in Ordnung von dir. Ganz und gar nicht. Aber danke, dass du mir nochmal eine andere Attacke von dir gezeigt hast. Oh, noch was anderes? Alter, wie viele Kombos er einfach mal macht. Richtig übertrieben, Alter. Deine Mama hat dich immer heiß geliebt, ne? Ja, ich merk schon. Ich brauche Ausdauer, ey. Meine Ausdauer könnte ja echt ein Problem werden. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Rollboss. Da muss ich zum Rollmops werden. Mann, sind wir lustig. Wenn der so nach vorne schnellt, dann macht er, glaube ich, dieses mich aufspießen und dann irgendwie so mit Magie von innen verzehren, so. Scheiße. Da war leider diese Säule im Weg. Scheiße. Fuck. 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 Mann, ist meine Aussage tiefgreifend, oder? Also ich finde, damit habe ich alles gesagt. Also er hat aber so ein paar Moves drauf vom Rauchritter, oder? Täuscht das? Oh. Heilung. Scheiße. Hallo. Holst du auch irgendwann mal Luft? Wie viel Ausdauer der Typ dann auch einfach mal hat. Glaubet ja nicht. Ja, da ist meine Waffe dann zu langsam für den Moment. Fuck. Aber wenigstens kam noch ein bisschen Heilung durch. Puh. Mehr Zweihandspiel. Sagte sie und starb direkt, oder was? Ich hab noch 4 Flakons, Alter, im Ernst? Scheiße! Mein Timing, ey! Totale Rotze! Das war so richtig scheiße gerade. Unglaublich, dass er mich gerade hat heilen lassen. Weg. Oh, oh, oh. Dein Ernst! Er hat gerade ein Abbild von sich gemacht. Wirklich! Okay. Er zeigt mir aber quasi so an, was für ein Angriff als nächstes kommt.
das jetzt geil ist. Sei mal dahingestellt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Weg, weg, weg. Oh Gott, weiter kann ich nicht weg. Fuck. Ich bin tot, glaube ich. Ich sehe einfach mal nichts. Verdammte Scheiße, ich habe nichts mehr gesehen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Also, er macht dann auch noch ein Abbild von sich. Und denkt, er wäre der absolut geilste. Aber wir stellen fest, okay, pass mal auf. Ich werde mir jetzt statt dieses Schildes den ja ausrüsten und hoffen, dass mir das ein bisschen hilft. Aber nur wegen der Ausdauerregeneration, wegen nichts anderem. Aber scheinbar ist seine zweite Phase gar nicht so viel schwieriger, obwohl er ein paar Angriffe dazu bekommt. Aber ich weiß noch nicht, ob der machbar ist für mich. Aber wie gesagt, ich habe auch echt mit einem anderen Boss gerechnet dahinter und nicht mit ihm, aber nun gut. Tut dem Ganzen für mich jetzt keinen Abbruch, um Gottes Willen natürlich. Verpiss dich. So, Sullivan. Und übrigens, mir ist es egal, dass ich hier meine Seelen verliere, ja? Nur, dass wir uns da richtig verstehen, weil die paar Futzelseelen hier tangieren mich null. So, Sullivan, kommst du? Er kommt. Scheiße, verdammte. Weißt du, und da hab ich schon so viel in Ausdauer geskillt und bring trotzdem einen Scheiß. Fuck. Heil dich einmal. Sicher ist sicher. Weg. Scheiße. Meine Augenbraue juckt. Ganz ungünstiger Zeitpunkt dafür. Ich immer mit meinem scheiß Timing, wirklich. Heilung, und zwar schnell, danke. Ah, es war klar, dass ich den Hit jetzt kriege. Weg, weg, weg. Kam ich nicht mehr rechtzeitig weg, leider. Oh Gott. Ich hatte ihn bis jetzt genau einmal in der zweiten Phase und bin jetzt schon beim fünften, sechsten, siebten, keine Ahnung wie vieltausendsten Versuch. Aber egal. Er macht Spaß irgendwie, weil er ist total... Also ich finde sein Design geil, ich finde die Musik geil, dieser Raum ist unendlich cool gemacht. Und ganz ehrlich, der Boss sieht mega aus, dieses Ganze, die Idee dahinter, aber es ist echt übertrieben, wie krass er abgeht einfach mal. Also sprich, wie er einfach mal... schnell, schnell, schnell... Wie viele Kombos er einfach mal hintereinander wegmachen kann. Das ist halt schon echt nicht ohne. So, jetzt sieht man das wieder, genau. Ich schaffe es nie, diese Attacke auszuweichen. Warum nicht? Und da habe ich gerade einfach mal so nichts gesehen. Heil dich einmal, danke. Vielleicht sollte ich mehr blocken. Das war jetzt natürlich richtig geil. Ich sehe halt auch nicht, wo ich hinrolle gerade. Ich rolle einfach nur. Und dann war's das mit mir schon wieder. Scheiße. Es hätte ein Hit werden müssen. Dieser Charge immer, Alter. Du Saugesicht. Weg. Weg!
Er zerdeppert Hauptsache immer seine eigene Einrichtung hier. Voll schade drum, Kumpel. Das sieht eigentlich schick aus hier drin. Diesen Überkopfschlag da, ey. Okay. Ich hätte die ganze Zeit heilen können. Was mache ich? Ich warte nochmal eine Stunde. Hauptsache, ich treffe nicht. Mein Scheiß Ernst? Ich habe keine Chance gegen diesen Boss. Ich weiß nicht, wie ich den legen soll. Ich habe halt seine Moves noch gar nicht drauf. Alter, dass er mich da gerade nicht erwischt hat, ne? Grenzt an ein Wunder. Heilung. Ja, man sieht immer schon, wenn er sein Schwert dann zieht, also das lila Schwert, meine ich. Aber das hilft mir halt auch nichts. Scheiße, aber ich habe den Schild vor der Nase gehabt und tot. Oder? Ja. Scheiße, Alter. Dieser Boss, er zerfickt mich. Aber richtig. Ich komme ja noch nicht mal bis in die zweite Phase. Außer einmal, da habe ich es tatsächlich mal geschafft. Ich weiß auch nicht, wie ich das angestellt habe. Ich bin auch im Überlegen, ob ich wirklich Zweihand kämpfen soll oder lieber mit einem Schild vor der Nase. Das Problem ist aber, ich krieg nie im Leben seine ganzen Kombos weggeblockt. Das kannst du vergessen. Ich meine, ich kann es versuchen, aber ich bezweifle offen gestanden, dass das so eine gute Idee wäre, da. No, lasst mich in Ruhe. Das war knapp, my friend. Einmal kurz. Ja, was mache ich jetzt? Halte ich jetzt den Schild vor die Nase? Jetzt kommt auf jeden Fall langsam auf mich zu. Es ist so episch inszeniert, einfach mal. Oha. Ich habe es einmal geschafft, dem Ganzen auszuweichen. Aber man macht halt auch direkt weniger Schaden, wenn man es nicht zweihand macht. Auch wenn er hauptsächlich eigentlich mit seinem Feuerschwert angreift. Komm, wir tanzen ein bisschen Walzer oder irgendwie so. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber macht ja nichts. Weg. Ich glaube, dem am Arsch zu kleben bringt halt auch nichts, weil der dreht sich so schnell um. Hauptsache daneben gehauen. Unfassbar, ehrlich. Einmal getroffen, okay. Herzlichen Glückwunsch. Warum? Ich war im Rollen, Alter. Ich war im Rollen. Scheiße. Heil dich, aber zügig. Teilweise auch einfach mal nicht sehe, ey. Weil dieser Raum so verwinkelt ist. Scheiß Timing. Aber richtig beschissen. Wow,
Ich hab's mal geschafft, ihm einen Hit reinzudrücken. Ist ja nicht zu glauben, ey. Mann, bin ich super. Wo er mich hier die ganze Zeit mega kaputt haut. Mit seinen zigtausend Milliarden Kombos, die er mal eben so nebenbei vom Stapel lässt. Fuck. Weg da. Ich auch einfach wieder nichts gesehen habe. Okay, ja, ist egal. Es sieht aber auch geil aus, muss man sagen, jetzt. Ich sehe nichts. Verfickte Shitness. Oh Gott, ich habe gleich keine Heilung mehr. Wow, wow. Oh mein Gott, ist das geil, ey. Ich werde wahnsinnig. Aber jetzt macht er gerade nicht mehr so übelst die Kombos. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. Habe ich einen Mob getroffen? Doch, habe ich. Heil dich, aber zügig. Danke. Ah, ich bin eh gleich weg, weil ich dann keine Heilung mehr habe. Holy Scheiße! Shit. Ich sehe nichts. Fuck! Fuck! No! Okay, ich habe keine Heilung mehr. Fick dich! Scheiße. Oh mein Gott, ist das ein geiler Kampf. Ich wär verrückt. Dieser Kampf ist so unendlich geil. Wirklich. Er ist verdammt schwer, aber er ist unendlich geil. Ich, boah. Ach, es macht so einen Spaß irgendwie und gleichzeitig ärgere ich mich. Vielleicht sollte ich mir zur Sicherheit einmal Glut reinlegen, dass ich noch eine Heilungsmöglichkeit habe im E-Fall. Oh mein Gott, ich werd nicht mehr. Das ist so ein geiler Kampf. Die Inszenierung ist so da. Wow, einfach, ey, ich komm gar nicht mehr raus aus dem Staunen. Ich krieg die ganze Zeit nur auf die Fresse, aber es ist mir so egal, weil es einfach ein so schöner und geiler Kampf ist. So unendlich gut inszeniert. Dieser Kampf, ohne Scheiß, er könnte mein Lieblingskampf werden, bisher zumindest. Wobei die Wächter des Abgrunds echt schon verdammt hart vorgelegt haben. Aber dieser Boss hier ist so gut. Er macht so einen Spaß. Er ist eine mega Herausforderung. Und trotzdem finde ich den so gut. Fuck it! Gott, das ist jetzt ja gerade ein richtig erbärmlicher Versuch, oder was?
Ach so, du haust auch mal mit deinem Feuerschwert mal eben so hinter dich. Mit dem anderen kennen wir das ja schon. Oh Gott, na, das war ja gar nichts. Das war ja richtig schlecht. Ich bin immer noch überlegen, ob es nicht doch besser ist, zwei Hunter reinzugehen. Und ja, ich lasse alle Bossversuche drin. Egal, wie lange das jetzt dauert, egal, wie viele Parts das werden. Es ist mir vollkommen Latte. Ich mache das so, wie ich das will. Und ich denke mal, dass ihr das auch ganz gut findet. Zumindest hoffe ich das. Ist bis jetzt, glaube ich, wirklich der schwerste Boss für mich. Bisher. Lass deine Pfoten bei dir, Alter. Wupp. Super Shortcut hier, muss ich echt sagen. Richtig gut. Wie er dann auch so episch einfach daherkommt. Kam ich wieder nicht rechtzeitig weg, ey. So eine Scheiße. Scheiße, hier bin ich vollkommen in der Ecke. Scheiße, dass ich ihn da nicht getroffen habe. Das ist eindeutig ein Boss zum Ausweichen. Scheiße! Da kommst du da einmal in diese Scheiße! Kombis rein. Oder Kombos, besser gesagt. Das war gerade ziemlich dumm von mir, in dem Moment anzugreifen. Ich brauche ein bisschen Ausdauer. Ich habe gerade nichts mehr gesehen, weil er einfach mal aus meinem Fokus verschwand. So eine Kacke, Junge. Am besten scheint es aber zu sein, wirklich dicht an ihm immer rumzurollen dann. Habt ihr das gesehen? Der steht auf Zehenspitzen. Oder täuscht das? Glaub nicht. Ich frag mich immer noch, warum er da ist und kein Aldrich. Das ist doch Aldrichs Heimat hier. Warum bist du da? Oh, immer wieder Hände abwischen. Danke. Flümpel, pümpel. Das wird, glaube ich, jetzt auch noch eine ganze Weile gehen. Es tut mir leid, Leute, aber ich mach das. Und zwar solo. Ich habe wirklich nicht vor, mir Hilfe zu beschwören. Vielleicht zu eurem Leidwesen. Ich weiß es noch nicht. Kommt er? Ja, er kommt. Oh, er hat eine andere Attacke gemacht am Anfang. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt bin ich total irritiert gewesen gerade. Gott! Es wird immer schlimmer statt besser, was ich hier mache. Fick dich. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Ich habe halt keinen Platz mehr hier zum Rollen, my friend. Was? Ich bin auch gerollt, Mann. Vergiss es. Vergiss es. Unfair. Unfair.
Wie viel Kondition der auch einfach mal haben muss. Ja, Ingbert, weißt du, dann roll doch mal. Was war denn das? Unnötig, Ingbert. Unnötig. Richtig unnötig, Alter. Er ist einfach nicht gerollt. Zwischendurch hat er einfach beschlossen, ach nö, rollen finde ich gerade uncool. Ich lass mich lieber richtig schon massakrieren von dem Typen. Stehe ich mehr drauf, ist mehr so mein Style. Ich weiß nicht, wie man den am besten machen soll. Aber blocken scheint mir bei dem nicht die richtige Lösung zu sein. Gut, ich verreck auch mit Roll, Roll, Roll und so, aber... Gott sei Dank war ich da gerade unverwundbar in dem Moment. So, Sully. Oder Sullivan. Ich weiß nicht, wie der richtig ausgesprochen wird. Alter Mann, ey! Dieses aggressive Drecksvieh! Einfach mal nicht treffen, warum auch? Ich sag ja, das sind so Momente, da rollt er einfach nicht! Könnte kotzen manchmal, so zwischendurch, ständig. Roll einfach so 20 Jahre später, warum auch nicht? Da hat er bestimmt keinen Bock mehr, dich zu treffen. Stimmt nicht. Hat ihn ganze zweimal, glaube ich, in seiner zweiten Phase. Ah! Diese Reichweite, Alter. Und man verschätzt sich bei dem. Ständig. Wie macht man den? Ich weiß es nicht. Dass ich gerade so übelst am Rumschwitzen bin, macht's halt auch nicht besser. Aber egal. Ich rock den trotzdem irgendwie weg. Ich weiß noch nicht wie. Aber es wird. Spätestens in 20 Parts, Leute, da haben wir den. Ja, wirklich allerspätestens. Vielleicht auch schon in 19. Mal sehen. So. Oh, du geiles Stück. Komm mal her, ja. Ich und mein verficktes Drecks nicht vorhandenes gutes Timing. Wo ist er denn? Ja, weg. Danach bin ich wieder mal ein bisschen zu magisch aufgeladen. Ich sag ja, mein Timing ist so zum Kotzen. Wieso säufst du so langsam? So ist das, wenn er keinen Bock zum Rollen hat. Der ist nicht rollig, der Ingbert heute. Heute hat er keinen Bock. Alter, ich weiß nicht, wie viele Versuche ich jetzt hier schon gebraucht habe. Es würde mich echt interessieren, in wie vielen Try ich den lege.
Aber egal. Es kommt ja nicht darauf an, wie lange ich konkret dafür brauche, sondern dass ich es überhaupt schaffe. Und wie gesagt, nein, ich werde mir keine Hilfe beschwören. Also den hier finde ich tatsächlich richtig, richtig hart. Durch seine übelsten Kombos, die er da vom Stapel lässt, ist der mal richtig ungemütlich, also... Geil finde ich aber, dass man hier vorne ja zum Beispiel sich noch buffen könnte oder so, wenn man wollte. Weil er steht da hinten und chillt erstmal eine ganze Weile rum, bis er dann so ganz langsam mal Bock hat, sich auf einen zuzubewegen. Weg, weg! Weg und weg! Ich muss heilen. Ich sehe nichts. Ganz schlecht. Ja, geil. Oh, Kamera. Super. Mensch, richtig gutes. Also, wow. Echt, also diese Kamera gerade war unendlich super. Also, Applaus für die Kamera. Meine Ausdauer ist hier halt auch ein großes Problem, wirklich. Und ich dachte, ich habe eigentlich schon ganz geil Ausdauer gelevelt, aber offensichtlich war das noch nicht genug für diesen Boss. Bin schon wieder an so einer Kante hier hinten. Da sofort weg, Alter. War ehrlich. Wow, Shitness. Ihr wisst wieso. Ja, froh sein, dass er mir damit gerade nicht so unendlich viel Schaden gemacht hat. Wer auch so ganz anmutig denn auf einen zuschreitet, ey. Komme ich nie schnell genug weg und ich mache es trotzdem immer wieder so. Dürfte eigentlich auch bald wieder seine zweite Phase beginnen. Echt noch ein Treffer oder so? Scheiße, damit habe ich gerade überhaupt nicht gerechnet, dass er jetzt... Scheiße, das macht auch noch Schaden. Weg. Fuck. Komm schon. Was machst du denn? Du machst mich voll nervös so. Ich sehe nichts. Verficktes Kameramann, das nervt mich. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich konnte nichts mehr machen. Konntest du total vergessen gerade. Scheiße. Kack Kamera, ehrlich. KK. Keine Kamerageilheit. Oh Mann. Dreckskamera, ehrlich. Die ist in diesem Kampf echt nicht geil. Aber wenn ich den nicht anvisiere, wird's, glaube ich, noch beschissener.
Also ich weiß nicht, ob es gut ist, ihn dann wirklich auf Distanz zu halten. Du hast so kurze Arme. Bernd, die Geilheitsfrisur bist du. Boah. Vergesst es, Leute, ihr habt hier keinen Zugriff. Es sieht so lustig aus. Aber ich bin jetzt mit Sully beschäftigt. Immer noch. Dieser Boss ist wirklich geil. The fuck? Kamera! Scheiße, verfickte. Yo, einfach mal neben ihm heilen. Geil. Da bin ich auf eine richtig gute Idee gekommen. Wieso hat er mich denn da gerade nicht getroffen? Also nicht, dass ich darüber traurig wäre. Aber ich wunderte mich darüber sehr. Schön ist halt wirklich meine Ausdauer, die einfach mal vollkommen im Arsch ist. Jo, geil, nicht getroffen. Wow. Weg da, Mann! Alter, Ingbert, ey! Du blödes Arschkind! Warum rollst du nicht, wenn ich dir das sage? Ah! Wegen sowas zu sterben, nervt mich dann. Oh! Dreck! Verdammter Dreck! Der hat so viele Mörder-Kombos drauf! So ein krasser Gegner, wirklich. Richtig heftig. Sorry, auch wenn ich zwischendurch ein bisschen ruhig und still und was weiß ich was alles bin, aber dieser Boss verlangt mir echt enorm viel ab. Dadurch, dass der so viele Attacken hat und wirklich immens viel immer macht und die Reichweite auch wirklich richtig übertrieben heftig ist, muss ich halt gucken, dass ich da irgendwie ein bisschen zu Rande komme. Und auch so langsam seine Waffen. Ihre Farben annehmen. Das ist so richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Oh Mann! Weg. Wenn er das macht, Alter, dann ist die Kombo des Todes, wirklich. Mein Seelenpopel mit unglaublichen null Seelen. Diese Leichtigkeit bei ihm immer, ey. Es sieht immer aus, als würde der schweben, ey, wirklich.
bei ihm überhaupt den richtigen Moment zu finden, wann man heilen sollte, ist auch so ein Ding für sich. Scheiße. Ganz schlechtes Timing gehabt. Habt ihr auch gar nicht gesehen, deswegen sage ich das nochmal extra, damit ihr wisst. Das war schlecht getimed. Hauptsache, du machst hier hinten deine Kombo des Todes. Ist das denn dein Ernst? Ja, das war sein Ernst. Scheiße! Ich muss mal einen Schluck trinken, sorry. Ich zitter schon wieder wie so ein Zitteraal, ey, richtig übertrieben. Ah, ich möchte jetzt auch nicht in den Kerker von Iritül gehen. Hab ich auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Wo ich angeschrien werde, wenn ich mir einfach Loot greife. Nein, das möchte ich mir nicht geben jetzt. Dann doch lieber Sullivan. Der so episch ist, dass ich ihn nicht hinkriege. Weg da. Ja, rülpst da draußen noch nicht so rum, Mensch. Die Mucke hier drin ist übertrieben gut. Bleibt gefälligst da draußen. Das ist hier eine Angelegenheit zwischen eurem Chef und mir. So, hoher Priester Sullivan. Also erstmal eine Runde hinter ihm stehen und heilen. Hm. Schon wieder zwei Flakons verbraucht. Das möchte mir irgendwie nicht gefallen. Ich weiß auch nicht warum. Wieder mal die Kombo des Todes mitten reingekommen. Scheiße. Heilen wir einfach mal neben ihm. Beste Idee ever. Auf jeden Fall. Ich hab schon wieder nur 7 Flakons. Das ist so eine Scheiße, Mann. Oh oh. Da hinten bin ich nicht übrigens, Kumpel. Oh, daneben ist das der zu fassen. Okay. Okay, weg, weg, weg.
Ich bin tot. Doch nicht? Auch nur, weil ich mehr Glück als Verstand hatte gerade. Heil dich! Weg da, verfickt nochmal! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Oh! Oh, ich schaff diesen Boss nicht. Nie im Leben. Weg da. Scheiße. Ich trau mich halt auch nicht aggressiver zu spielen, weil beide mir Schaden machen können. Habe ich ihn getroffen? Tatsache. Wo bin ich denn hier verfickt? Wieder nicht getroffen, verdammt nochmal. Kam ich nicht rechtzeitig weg, das kannst du auch mal vergessen, Alter, mal im Ernst. Heil dich! Da hatte ich auch keine Ausdauer mehr gerade. Nein, nein, heil dich! Verdammt nochmal! Heil dich! Danke. Ich klar auf mein Leben gerade. Ich heule gleich, weil ich das so geil finde. Ohne Scheiß. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich einer der härtesten Bosse ist, die man hier so antreffen kann. Bleibt beide meinem Blick, bitte. Danke. Das ist kein Problem, weil das Gott sei Dank nur eine begrenzte Reichweite hat. Oh nein.
Scheiße! Nein! Oh, Dreck. Oh, fast hatte ich ihn. Aber ich kam jetzt auch nicht zum Heilen oder so. Das kannst du ja mal total vergessen. Alter, der Part ist jetzt schon über eine Stunde lang, aber das ist mir scheißegal. Ich weiß auch nicht, ob es so gut ist, wirklich damit... Egal. Ich mach das weiter. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich will das. Oh. Aber wie gesagt, diese Kamera, ey, die regt mich ja fast ein bisschen auf. Dieser Kampf. Er ist so unendlich geil und auch so unendlich schwer. Wobei ich nicht weiß, ob ich die zweite Phase nicht insgesamt trotzdem tendenziell einfacher finde als die erste. Ich trinke nochmal kurz einen Schluck, sorry. Finger abwischen. Musik genießen. Und ab geht's. Oh. Ich sage, diese Reichweite ist so abnormal, ey. Überhaupt seine ganzen Kombos. Aber man braucht ja auch echt den ganzen großen Platz. Ich meine, stellt euch mal vor, man würde den hier in dem winzigen Areal bekämpfen müssen, das man beim Ziegendämon in Teil 1 hatte. Dann stellt euch das mal vor. Das wäre ja nahezu unmöglich, glaube ich. Ich meine, ich finde den Kampf auch so schon krass. Nahezu unschaffbar für mich. Schade. Ey, bleib hier. Ey. Weg. So. Das können wir weitermachen. Ich brauche Ausdauer dringendst. Habe ich ihn überhaupt getroffen? Na, was machst du? Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht zu greedy werde. Das ist auch ein ganz großes Problem. Aber man möchte es ja halt auch irgendwann mal geschafft haben. Nein!
muss hier dringend mal weg. Das geht noch. Mann, Kamera, ey. Danke. Ich heile mich einmal. Das ist mir einfach sicherer. Jetzt weiß ich auch wieder, warum es mir sicherer war, mich zu heilen. Vermutlich genau deswegen. So, das war der. Ich dachte, das ist wieder der andere. Sein Schatten ist auch fast weg. Das Ding ist, ich weiß nicht, was er danach macht. Wenn er vielleicht mal weg ist. Ich weiß noch nicht, ob ich das riskieren will. Scheiße, keine Ausdauer mehr gehabt. Ja, geil, wie geil, wie geil. Ich hab ihn tot. Oh mein Gott. Oh, Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist gerade die längste Dark Souls-Folge, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber die hat sich so unendlich gelohnt. Leck mich am Arsch. Ich bin fertig mit der Welt für heute. Ey, meine Nerven. Ich kann nicht mehr, meine Hände, sie zittern. Ich bin... Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Mich wundert trotzdem, dass da nicht Aldrich war. Egal, boah, Alter. Selten so geil gefühlt in letzter Zeit. Ich bin durchgeschwitzt bis sonst wohin, aber das ist mir gerade egal. Ich level jetzt auch noch, einfach weil ich es kann. Ja, ich berühre die Finsternis ganz tief in dir, keine Sorge. Oh. Also Kondition ist, glaube ich, echt eine Sache, die ich ganz dringend brauche. Alter, war das ein krasser Gegner. Aber ich glaube wirklich, das könnte mein Lieblingsgegner werden. Also Endgegner bis jetzt. Alter, ich sag die ganze Zeit Alter, wie eklig, aber egal. Trotzdem, warum in den Hohepriester Sullivan. Die Seele von ihm, ja. Hohepriester Sullivan von Irithyll sperrte einen Gott des alten Adels in der verlassenen Kathedrale ein, um ihn dem Götterfresser zu opfern. Alles klar. Er ist quasi der Vorbote zu Aldrich. Da hast du dir ja wirklich eine gute Vorhut ausgesucht, Aldrich. Das muss man dir jetzt ja mal ganz klar so lassen. Das kann man echt nicht anders sagen. Er sagt immer noch nichts Neues. Okay, von mir aus. Was mit dir? Ja, ich möchte gucken, was ich mir jetzt leisten kann. Sullivan, Großschwert des Urteils. Brauchen wir aber auch 12 Intelligenz für. Das Zeremonieschwert in Hohepriester Sullivans linker Hand repräsentiert das Urteil des Mondes, obwohl seine magischen Kräfte der Zauberei näher sind als dem Mond. Seine tiefblaue Farbe ist dunkler als der Mond und zeigt Sullivans wahre Natur. Fertigkeit, Urteilshaltung, dunkle Magie entfesselt einen vorstoßenden normalen Angriff, dem ein schwerer Seitenhieb-Angriff mit Wellen aus Licht folgt. Klingt geil. Gottloses Großschwert. Tatütata draußen, bitte lasst euch davon nicht irritieren.
Das Zeremonieschwert in Hohepriester Sullivans rechter Hand repräsentiert die gottlose Flamme. Einst, als Sullivan noch ein junger Zauberer war, entdeckte er unter einer fernen Tundra in Irithyll die gottlose Hauptstadt und eine unvergängliche Flamme. Von da an brannte ein Verlangen in ihm. Fertigkeit gottlose Flamme beschwört kurzzeitig die gottlose Flamme, stößt vor und führt mit einem flammenumhüllten Schwert einen Angriff aus. Klingt geil, aber dafür... Oh. Ist auch wieder ein Ultra-Großschwert, aber das klingt unendlich geil. Ich glaube, das hole ich mir. Gibt's noch irgendwas, was wir jetzt hier machen könnten? Nein. Dann holen wir uns mal das hier. Yes. Treat the Firekeeper not with discourt. Ich doch nicht. Niemals nicht. So, und jetzt möchte ich einmal gucken, wie dieses geile Schwert aussieht und wie es sich so spielt. Warum ist denn? Da haben wir es doch. Skaliert auch nicht besonders geil. Ist jetzt einfach erstmal nur... Ich glaube, ich gehe einmal kurz raus. Nicht, dass ich hier irgendwen... Ja, ich habe eine Fat Roll. Auch das ist mir bewusst. Ich möchte bitte raus. Möchte das bitte einmal ausprobieren. Wie geil, man sieht einfach mal nichts. Ah, jetzt. Okay. Hohohoho. Sehr geil. Gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ich das jemals zum Einsatz bringe, aber ich wollte es einfach haben. Einfach nur haben wollte ich's. So. Liebe Leute. Wo ist meine geilste Waffe überhaupt? Wo ist sie? Meine Glaive. Mein Glaivchen haben wir hier. Oh. Und dann gucken wir mal, was dann hinter dem Sully so... rumdümpelt. Erstmal schnell diesen hier. Oh, und Leute, sorry für diesen mega langen Part, aber hey, es hat sich gelohnt. Wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann schaut doch auch da wieder rein. Und bis dahin. Tschüss.